Servus Leute, was geht? Wir spielen heute TTT zusammen mit Adler, Urk, Erdnuckel, Laura, die Pinguin heißt, und Kümmel. Yay, und bei mir Pinguin, ist Adler. Ich bin gerade auf Pinguin. Schau dir mal an. Nur mal ganz kneifen. Da moderieren wir schon mal an und dann werden wir gleich wieder. Oh, hallo. Ja, Laura hat mir gerade mit der Pumpgun angeschossen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hinter dir war noch jemand. Ich bin hier dazugekommen. Ich habe nur nicht aufgepasst, wer das war. Ich glaube, das war Manu. Ich hab nichts gemacht. Ich war gerade bei Fabi. Ich hab noch 13 Leben, grad bei danke, mir. Ja, und dann war ich bei Fabi. Auf mich geschossen. Ich hab nichts gemacht. Rein, gar nichts. Schaut auf meinen Channel, das ist so. Ja, bevor die Folge am besten draußen ist. Das war reiner Zufall. Nichts reiner Zufall. Namentlich genannt. Alles klar, Manu. Behalte dich im Hinterkopf. Manu, mach keinen Scheiß. Da kommst du bitte in die Granatenflug. Wieso? Warum suchst du mich? Ich will dich fliegen werden. Weil ich dich noch nicht einmal gesehen oder gehört habe. Ach, da bist du ja. Hallo, Kevin. Wieso bist du schon fast tot? Gott, hör mir keiner zu! Alter, Kümmel! Da war schon wieder ein Pumpgun-Schuss. Die Sache ist, hier hat alles und jeder eine Pumpgun. Ja, ja, weil es gibt, da irgendwie so 2-3 von rum liegen auf der Karte. 2-3 im Startraum liegen 20 rum. 2-3 Tische voll, meinst du? Ja, das passt eh, ja. Kümmel. Was? Anwesend? Kümmel kam aus der Richtung und Laura ist tot, sonst hat's keiner gecallt. Ja, oh. Dann? Wo bist du hin? Ich weiß nicht, haben wir alles getötet. Der Geschoss. Also irgendjemand anderes tot. Wo war sie vorher? Im Obergeschoss, im Untergeschoss? Ich hab sie, also im oberen Geschoss lag Laura. Da, ja, jetzt hab ich gleich auch gesehen. Kümmel, wo bist du? Hallo Fabi. Irgendjemand macht da die Türen gerade immer zu. Die gehen automatisch wieder zu. Ach so. Ich wundere mich, warum die Türen vor mir immer zugehen. Irgendwas ist explodiert? Nee. Brandgranate, okay. Sollen die weggehen? Noch eine? Wie viel hast du davon? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich den ganzen Tisch voll. Aua. Nein, nicht noch eine. Komm raus und stell dich, du bist umzingelt von zwei Leuten. Aua, verdammt. Da ist ein Lubel. Ich bin der Schutterkind, ich weiß, was du dir spielen sind. Ding, ding, ding und ganz viel Bumm, da reißen alle Kleine um. Ich bin der Schutterkind, der ganz gut am Computer. Ich bin der Boss im Internet, ich mach mit den Kindern weiter. Herrgott, man kommt halt nicht hin. Ja. So. Oh, Scheiße. Oh Gott, ich krieg mich gerade nicht mehr ein. Im Zweifel schaut Kümmel aus wie ein Nuggel. Was? Nein. Nein, es war jetzt mehr so eine... Ich bin ich. Notiz an mich selbst. Aber danke. Es wäre eigentlich eine gute gut gewesen, hier eine Identität zu klauen. Nuggel, sag was. Ich habe gerade auf dich geschossen. Das ist nicht Nuggel. Ach nee. Das bin ich. Ach nee.
Ich habe Zeit. Ich kann 2 Minuten hier noch lustig rumrennen. Huch. Fuck! Ja. Keine Granaten mehr übrig. What was this? Das hat mich selber jetzt gerade verwirrt. Was hast du getan? Ja! Kümmer, yeah! Ich hab alle Granaten geworfen. Was? Nee, ich war nicht. Ich hab keine einzige Granate geworfen. Das war ich, aber ich bin. Sind wir gerade ineinander gesteckt oder was? Nein. Was hast du eigentlich geschossen? Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte geschossen und dann hatte ich gesehen, dass ich keine Muni mehr hatte und dann. Das war eine komische Runde auf jeden Fall. Macht nichts. War es das jetzt Nuggel, der da rumstand oder war das Kümmel? Das war Christian. Na, ich hab da an die Granaten geschmissen und wie ich dann raus wollte, habe ich mich mit Kümmel irgendwo da in der Tür verhockt und bin immer richtig. Ja, aber du hast ja vorher schon gar nicht. Du hast doch vorher schon gar nicht mit Manu geredet. Deswegen, weil ich hab grad nicht auf dich geschossen. Da war ich schon in diesem Gang, wo dieses ganze Feuer war. Ich hab dich gebeten, was zu sagen und alles, weil. Echt? Hab ich den mitgerichtet von dem. Wir haben heute voll die lausig lange Leitung. Ja, echt? Ja, ich hätte dich erschossen, hätte ich dich gesehen, weil ich dachte, du bist dann der letzte Traitor. Ja, ich habe die Identität, das war für mich perfekt. Ja. Das war aber echt nicht blöd gemacht, das muss man dazu sagen. Das war halt einfach bescheuert gemacht vom Nugel. Ich verbrenne gerade fürchterlich. Das war irgendwie von Kümmel her, Kümmel hat das aber da angenommen, aber es war bescheuert von Nugel. Wieso hast du denn nichts gesagt in dem Moment? Ich hab's denn mitbekommen durch die ganzen Granaten. Ja, du warst mit Granatenwerfen beschäftigt. Ja, richtig. Au. Jawohl, Rösti. Laura. Wo ist die Pommes? Na, Nugel? Nugel. Geh weg. Ich hab mir schon wieder wehgetan. Ich war das, Entschuldigung. Alter. Hallo. Ich hab eine Brandgranate, wenn du reinrennst. Ja, das Problem. Ich sehe ja die Animation. Ach so, stimmt. Ups. Ich sehe die scheiß Brandanimation. Das erzählt sie uns schon seit einem halben Jahr. Mensch, ja, deswegen renne ich auf Reisen. Aua! Merkt ihr denn das nicht, dass die Frau farbenblind ist? Die sieht einfach rot-gelb-Stecke. Das Hoffnung meins verloren gegangen war. Wieso ist denn dieses Büro so trostlos gestrichen, diese ja. Weiß-grauen Wände? Boah, werden hier so gefurzt, Alter. Ja, klar. Fabi. Fuck, Mann! So ein Lacker. Ja, gut, ich hatte nur das Leben durch den. Ja. Aha. Ich hatte ja Pech, dass du da standst und dann ein Kümmel da war. Ich wurde zum Beginn der Runde schon ziemlich geröstet. Die Drama habe ich. Dann habe ich von Fabi noch irgendwas draufgekriegt, wo ich dann nur 6 Leben hatte. Okay. Ja, was, du hast ein 6 Leben? Okay. Ich muss wieder ernsthaft spielen, ich hab nochmal 750 Gamma. Nuki, da bist du jetzt neidisch drauf, ne? Nö, also das Handy von dir möchte jetzt nicht unbedingt haben, was da an vibriert. Das ist meins. Ich wollte gerade sagen, das ist das von Fabi. Ich glaube, 9 Kammer weniger und Urk wird gekickt. Gut. Wenn ich nicht alles täuscht. Ja, ich hab das genau abgepasst. Wenn du das Handy als erfülltes Sexleben siehst, ja gut, dann. Wenn dich dauernd jemand anrufen. Das sind die typischen Bürogespräche am Morgen. Ja klar, das ist so das Erste, an was Sex ich denke. Sex und Kaffee. Sex und Kaffee, ja. Tee bitte. Ja, Kaffee ist scheiße. Ein ganz feiner. Schokomilch. Ja, ich bin auch eher bei Tee und nicht bei Kaffee. Ich hab bloß eine Disco. Und dieses Orange, das macht mich ganz depressiv hier. Ah, what? Das ist vor allem viel zu hell, das Orange. Das sticht Kaffee? Voll in die Augen. Ja. Ich finde diese Farbe wunderschön. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das ist zu hell. Du bist doch nicht normal. Ich mag Orange. Ich bin rothaarig. Ja, na und? Aber ich glaube nicht, dass du so eine Haarfarbe hast. Na, Fabi. Ja. Ein bisschen wie ein Jacknallig. So. Ja, guck. Bin jetzt an meinem Platz. Dann kann man dich ja noch... So.
Lebt eigentlich noch jeder? Oh, schon wieder. Oh, geh weg. Oh. Wo ist denn der Chef hier? Aua, nur geschießt. Au. Du hast mich... Also, Scheibe. Ja, das ist doch eine Chance. Ja, und der Stuhl ist mir voll in die Fresse. Du lässt mich nicht ausreden. Ich zieh dich doch aber. Ich darf nicht mehr. Eigentlich hätte euch das alle klar sein müssen, weil ich den Satz gerade angefangen habe. Ich war mittendrin. Also ich hab sie gerade angerufen. Ich will zum Chef. Ich brauch Urlaub. Ich will Urlaub beantragen. Ich will mich beschweren. Ich komme mit meinen Urlaub Kollegen nicht klar. Bist du noch in der Probezeit? Nein. Der Kaffee schmeckt scheiße, gefeuert. Fristlos? Sag bitte fristlos, dann kann ich mir neue Kollegen suchen. Nein, aus betriebstechnischen Gründen. Der Stromverbrauch vom Handy ist zu groß. Das musst du Fabi sagen, nicht mehr. Meist ist das aus, meist war das auf jeden Fall nicht. Oh, hier ist eine Tür. Oh, Laura hat sie jetzt bestimmt draufgesetzt. Ja, hören wir es nicht mehr, jetzt hören wir es nicht mehr, jetzt. Was hab ich? Was? Aufs Handy draufgesetzt. Weil wir hören es ja nicht mehr, wenn es vibriert jetzt. Nogi, das ist nicht mein Handy, das ist Fabis. Nicht mehr. Ja, jetzt geht's. Also doch. Naja, ist ja doch auf Vibration, soll ich doch. Also stopp, wirklich. Hallo, das auf vibriert der, auch nicht. Auf der Arbeit wird das Handy ausgemacht. Ja, ich muss jetzt wirklich wow, mal, wo ist denn der Chef hier? Ja. Wolltest du mich gerade umbringen mit dieser Falltür? Nein. Ich glaube, Laura wollte mich gerade mit einer Traitor-Falle umbringen. Ups. Hallo. Das hat sie gerade gesehen, dass ich da lang gelaufen bin und hat genau na, in die Richtung geschaut. Ich hab nicht gemacht. Ich hab gerade nur aufgeräumt. Du bist ständig hinter mir. Achso, na dann. Aufpassen, dass ich nicht geschossen wird, weil ich momentan immer hier auf. Also du bist die Einzige, die genau weiß, dass ich gerade an mir stelle. Du bist vielleicht auch am leichtesten zu töten. Nein. Oh, super, danke. Die Brandgranate war... Hört man gern, Fabi. Immer für ein Kompliment bereit. Ja, ich merke. Na komm her, bei dir. Ah, hallo. Nein. Geh weg, du blöder Stuhl. Aber komm da raus. Das ist eine Itze. Nein. Manu will mich umbringen und keiner von euch macht was. Nein, ich wollte dich nur aus diesem Berg rauslocken. Ich habe vorgewarnt. Ja, genau. Manu, du bist mir immer unsympathischer. Okay, was war das? Insti? Ich hab eine Insti in den Gang geworfen, ja. Okay. Aus betriebstechnischen Gründen. Hallo, Fabi. Hi. Da ist schon wieder jemand tot. Da sind zwei ins Loch gefallen, dass ich auch beinahe reingefallen wäre. Welches Loch? Also da hinten drin, wenn du den Gang gerade durchgehst, diesen grauen, da geht ein Loch auf. Also Lunge, wie du in dieser Topfpflanze verschwindest, ist einfach... Ja, ich bin ein Busch! Ich bin ein Grünzeug. Dann rasier dich doch. Du bist was? Ich bin eine Blume. Da ist Urk. Laura ist da, ja. Ja, ich bin da. Ich wollte ja nur nochmal sagen, damit Christian das auch mitkriegt. Hm. Er hört nicht mehr so gut. Ja, ich weiß, er ist in einem Fortgeschritten. What he say? Hä? Okay, Laura, du bist tot. Du bist so tot. Ich hab Laura und Christian waren gerade bei mir in der Nähe und die Falltür geht hier ständig hoch. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das wirklich Laura ist oder ob die automatisch aufgeht, wenn die drüber läuft. Ich hab nichts gemacht! Weil das sind halt irgendwie drei Leute durchgelaufen und ich hab bestimmt. Okay, ich gehe dran vorbei. Wenn ich dran vorbeigehe, löst die aus. Okay, gut, wenn ich dran vorbeigehe, löst die aus. Ah, ja. Das ist natürlich kacke, weil jetzt kann man halt nicht mehr genau mitzählen, wie viele da unten liegen. Drei oder vier. Das heißt im Grunde der ganze Rest. Ja, also ich bin inno. Tut mir leid, wenn ich ja irgendwie skeptisch bin. Ich hatte so viele Gelegenheiten, Leute alleine zu erschießen. Du
kennst mich doch. Genau deswegen bin ich erst skeptisch. Und außerdem wäre so eine Falltür, das wäre doch viel zu schlau für mich. Wenn die automatisch aufgeht, musst du ja nichts machen. Ja, die muss man ja bestimmt irgendwie aktivieren oder so. Das wäre ja sonst ein bisschen OP, ne? Naja, es gibt auf manchen Maps, die laufen auch einfach so. Da kann ich auch was machen. Gut. Manu, lauf einfach von mir weg und dir passiert nichts. Ja, hallo, Laura. Ups, hallo. Jetzt haben wir irgendwie so ein mexikanisches Schwert auf. Wilde Falle einfach nur. Erinnert euch an mich als einen Helden. Ja. Machen wir. Ja, ich habe mich mutig in den Bumerang geworfen mit voller Absicht, um Manu die Chance zu geben. Also, wir werden dir ein Denkmal erschaffen. Kümmer, ich erscheiß dich das nächste Mal. Oh, was? Was? Hast du gerade erscheißen gesagt? Ja. Ja, weiß ich, warum erschießen sie nicht? Ja, also. Aber er trinkt, weil ich kann da durchfallen. Ach so, deshalb. Ach so. Starke Farbe, aber du kannst sie tragen. Danke, danke. Ja, wie gesagt, ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich bin so. Achso, im Dunkeln im Schrank gegriffen, das erklärt's auch. Ja. Also ich bin sowas von Inno. Ja, ich hoffe bloß, dass ihr heute bei der Aufnahme nicht so unter, Fall von unter der Brust wieder schwitzt, wie beim letzten Mal da. Ja klar. Und du passt da jetzt besser rein als ich. Wieso das denn? Ja, wir haben eine Aufnahme, da hat Kümmel von sich gegeben, dass sie unter der Brust schwitzt, weil es gar so warm ist und das war also richtig. Ups, hallo Nugget. Ja, aber ja, rede weiter. Ach, das ist Urk. Echt? Hallo. Warte, nee, ich schwitze nicht unter der Brust. Die Falle war gerade auf. Aha. Ja, die geht, glaube ich, automatisch auf. Was denn? Oder was man aktiviert die einmal und dann. Ja, Entschuldigung, ich hab auch schon eine rum. Wo ist dieses Teil? Ich hab hier keine andere Waffe. Ich kenn die Falle nicht einmal. Doch, also, ich hab letzte Runde eine M14 gefunden. Dann kannst du mich gerne erschießen, Manu, wenn du das möchtest. Nee, wenn wir die anderen das bestätigen, dann ist das gut genug. Okay. Das ist ja schön. Das hat mich halt echt gerade nur gewundert, weil ich bisher nur an Spawn gesehen habe oder halt Pistolen hier rum. Ja, du musst ein bisschen suchen. Es gibt hier überall auf der Map immer so random ein paar. Ja. Ich hab noch eine Pumpgun gewonnen. Hey, hallo, Fadi. Ich suche den Chef. Jetzt ist er gerade gestorben. Was ist das hier? Aua! Er schmeißt dir schon wieder diese blöden Brandgranaten. Oh Gott, dieses Büro, das macht mich depressiv hier. Ach, ein Uhr, diese Farbe. Offenbar nicht. Wow, weg. Das hier ist, glaube ich, der Traderraum oder was? Wenn ich erlaubt bin. Ich bin bei meinem Büro angekommen. Keine Ahnung, aber wenn du diesen Lastaufzug meinst. Ja. Sorry. Oh nein, ja. Ich hab dich nur gesehen. Ist alles in Ordnung. Hallo. Ich dachte schon, du hast mich entlarvt. Ja, Fabi. Ja? Was denn? Bei mir. Ja, wer sonst? Da ist jemand gestorben. Der ist drin in die Falle. Der ist in den Aufzug drin. Oh, meine Haare kitzeln mich schon wieder. Ja, da ist er drin. Einfach abrasieren. Was? Nein! Was? Oh Gott, ich mit Klasse. Ob du das machen würdest, Fabi? Ich? Ja, du. Ja. Christian lebt doch noch. Jedes Mal noch den Friseur gehen, lebt auf 6 Millimeter runter. Oh Gott. Da ist der nächste gestorben. Ah. Da ist noch einer gestorben. Bin ich alleine? Nein! Da ist noch einer tot. Jetzt echt jetzt? Ihr verarscht mich. Nein! Ich will nicht! Ich will doch nicht! Ich hab doch nicht mal mitgekriegt. Ich glaube, Laura ist tot. Ich hab noch nicht mal mitgekriegt, wer Traitor ist. Nö. Ich. Ganz ehrlich, die Schiss haben, die kommen immer weiter.
So. Aha. Muss nochmal ein Virus hier bearbeiten. Aha, aha. Ich muss den Virus entfernen. Ja. Bist schon dichter. Was bitte? Immer mitten in die Fresse rein! Immer wieder in der Falle. Das Problem hatte ich nicht. Ich glaube, das war bei mir im Bumerang, kann das sein? Wer war's denn? Also, jetzt? Ich habe jetzt zwei Minuten. Ich hab die Tür aufgemacht und du warst dahinter und er ging immer mitten in die Fresse rein. Ich hab direkt darauf auf die Tür und hab dich kein Stück gesehen. Echt? Ich habe gerade herausgefunden, als Geist, es gibt eine zweite Falltür. Was? Der Knall hat schon wieder in so eine scheiß Falltür gelaufen, diesmal als Geist. Das Problem ist halt, das stirbt man nicht mehr, sondern hockt einfach in diesen Schacht drin, mit einem Blick, wenn er schießt. Ich hätte aber ja, also selbst wenn ich mich so. So. Innocent. Ich kann nicht. Ja, okay, Christian's gesagt. Auf. Geht's. Also hier genau, Pingu, wo du gerade durchgelaufen bist, ist der zweite Schacht. Ach, da ist noch. Oh, okay. Genau da, jetzt ist hier Nubbel, du bist gerade auch dort vorbeigelaufen. Das macht mich depressiv hier. Gibt's den dann nur im Deathmatch? Ich hab keine Ahnung, ich bin da gerade reingefallen. Es war auch irgendwie so ein auslösbares Gedöns, wie es eben normal war. Aber ob man den halt auch auslösen kann oder keine Ahnung wie. Vielleicht hat der Ersteller einfach nur vergessen, das Ding zu aktivieren und so eine Hand dazu zu basteln. Oh, au! Kannst du bitte aus meiner Feuergranate rausgehen? Ich möchte nicht gekickt werden, danke. Hallo? Warum schmeißt ihr welche? Wie wisst ihr die Scheißdinge nicht? Ich schmeiß keine Feuer. Es hat was gepiept! Es piept was! Es piept hier was! Es. Da, an der Wand! Nuggel. C4 an der Wand! Ja, dann geh doch weg! Entschärf es! Nee! Kann ich rausschießen? Doch, wenn du musst du entschärfen. Wenn du entschärfst, dann ist der Explosionsradius kleiner. Fabi ist Traitor. Ich weiß nicht, wo die ist. Fabi ist definitiv Traitor, er hat mich gerade auf 22 runtergeschossen. Wo? In ein Treppenhaus, ganz in der Ecke, da wo die Kamera hängt. Ich warte jetzt, bis sie explodiert. Ist gleich soweit. Oh. Geh mir mal aus dem Weg. Der ist runter. Hä? Ups. Er ist runter, er ist unten, er ist. Toll, bin ich jetzt alleine? Nein. Okay. Nur mal so, ich bin im Hauptraum, also im Startraum. Also wenn jemand kommen möchte und sich duellieren möchte. Manu ist auf jeden Fall nicht mehr alleine, Manu ist nämlich tot. Okay, im Startraum ist eine Falle mit Gift, die ihn umbringt. Oh, das habe ich nicht gewusst. Hättest doch nicht hinkommen sollen.
Ding, der Shooter-King. Scheiße! Oh, der Timmy geht nicht mehr. Aus für mich. Am Computer hing, ich bin der Boss im Internet, wenn ich mich mit den Kindern fetz. Dankeschön. Hey. Super Vorstellung. Scheiße. Ich dachte, du rennst an mir vorbei und ich konnte ja schon so batzen, aber... Das war eine schöne Runde. Oh. Ach ja. Oder hat er gestorben? Plötzlich gestorben? Ich glaube, das war die C4, aber... Ich bin auch wegen dem C4 gestorben, aber ich war gar nicht mehr in dem Raum. Ich war auch nicht in der Nähe. Das Ding hat einfach einen Radius. Das ist egal, ob du im Raum bist oder nicht. Deswegen habe ich doch gesagt, entschärfen. Ja, hättest du ja machen können. Ich war ja schon tot, so fast. Ja, aber das Ding ist, es piept ja schon so schnell. Da brauche ich ja gar nicht. Da ist die Chance höher, dass man erfolgreich entschärft. Ich weiß noch nicht mal, wie man entschärft. Ja, das soll ich entschärfen. E und dann sind da 5 Kabel und eins davon kannst du zerschneiden und was? Guck mal auf mein Karma. Bist du weg? Karma? Oh. Ein Punkt vor Kick. Ein Punkt. Ups. Echt? Mhm. Ja, dann darfst du mir jetzt keine Brandgranaten mehr schmeißen. Nee, erstens wieder halte rum wieder. Dich zu. Da ist jemand gestorben. Nur geschießt. Da hat sich sehr nach. Okay. Alles klar. Warten, Bumerang. Nein, das war die Falltür, verdammte Scheiße. Ich hab. Kunst! Genau hier noch rein. Bei mir ist es mehr ein. Also ich bin schon sehr nah. Sach! Bus! Nee, was Nudel gerade abgezogen hat. Hallo! Hier kommt du schreist großartig, da ist jemand gestorben und kommst aus der... Weil ich hab den Sturz gehört und so weiter und... Oh. Ja, weil ich auch der Einzige bin, der da in der Nähe gewesen sein kann. Ja, logisch, es war halt jetzt eine Kurzschlussreaktion. Mein Gott, ist erwischt. Aber wie du siehst... Okay, also... Zufall. Ja, ich hab's im Urin. Wir haben uns alle lieb. Tja, ich weiß es nicht, aber... Zock! Hallo! Au! Wie ist der? Was? Was ist jetzt? Scheiße, war das gut! Oh Mann, Manu, lass mich doch mal freuen, Mann, bevor du mich erschießt! Ja, nee, direkt ins Gesicht gezielt mit der Schrot, kippt nicht um. Ja! Gib mir einen One-Shot zurück. Alles in Ordnung. Aber das hat nicht so gut gerade. Das war jetzt aber mehr als übel, ja. Das war jetzt übermäßig kurz. Das war wie lange warten wir noch bis zum Map weg? Oh ja, okay. Nach der Runde. Mhm. Häng mich mal an Fabi ran, weil ich schulde ihm noch einen schnellen und ohne Erna von Tod. Ich häng mich mal an Urk. Aha. Und müsste ich von Inno. Wenn gerade alle sowas treiben, Nugel? Nee. Ja. Wo bist du? Trader. Raum. Das ist nicht Nugel. Nein, das ist nicht Nugel. Ich bin im Trader-Raum. Passt auf, ich hab die Falten aktiviert, gell? Aha. Spaß gleich. Na, no, Mann. Natürlich. Aha. Guck ich um die Ecke. Wird mal wieder Zeit für eine Shit-Community, oder? Sprach's gleich, fällt er wieder rein. Du kannst ja Fabi wieder reinlaufen lassen. Nicht schon wieder, da steht mich die ganze Zeit an der Scheißfalle. Ja, die ist aber aktiv. Okay, ich probier's mal aus. Wenn ich jetzt wieder sterb. Tja, dann hast du Pech gehabt. Denk, du bist auch schon hab. Fabi, hi. Ich bin drüber. Ich hab's ja ausgelöst. Ja, dann. Was? Ja, man kann trau dich, vorbei. Trau dich, trau dich, Feigling. Ich bring doch nicht rein. Ja, die geht jedes Mal, wenn man drüber geht, Aha. Christian, hast du nicht gesagt, du aktivierst sie? Nur, wenn sie einmal bereits aktiviert wurde. Ja, Mann, aber Christian, nicht gesagt, er aktiviert sie. Burg. Ja? Du wolltest deinen komischen, unehrenhaften Zweikampf mit wem anders abziehen. Husch. Ich stehe hier nur auf dem Sofa. Hast du mir gerade gehuscht? Hat dir schon mal jemand die Sicht geschossen? Was? Da, guck! Dumme, du bist gerade irgendwie komisch dagestanden.
Hä? Ich bin komisch da gestanden? Du hast uns unseren unehrenhaften Zweikampf alleine durchgeführt. Du hast dein eigenes. Du stehst auch gerade komisch da. Du backst in der Tür. Darf ich nicht mal zugucken? Das ist sehr verdächtig. Nein, weil du bloß den Flieger erschießen willst. Fabi, das ist nicht Gentleman-like. Man macht einer Frau, hält man die Tür auf. Und man haut sie. Ach komm, das ist Fabi. Das kannst du nicht erwarten. Der ist was. Ach, Fabi! Mach die Tür auf! Wenn ich jetzt sterbe. Dann ist es Kümmel! Jetzt habe ich eigentlich gerade Schaden gekriegt und woher? Tschüss! Ist denn Christian irgendwo geworfen? Sag mal, wer ist denn so frech? Manu! Der ist auf meinen Kopf gelaufen! Also wirklich! Ja, der ist. Sag mal! Ah, okay. Manu besteigt alles, was du. Landgranate. Ja, mir brauchst du das nicht sagen, ich sehe das, aber sehr nett. Wie Kümmel ist Niet- und Nagelfest? Was? Das ist nicht Niet- und Nagelfest. So. Ganz ehrlich, das ist voll mies mit diesen orangen Oberteilen. Da wird mir noch schlechter. Also, ich werde ja so hier schon kirre in dieser ausziehen, Bude. Ausziehen. Ja, zieh, ja, mach doch. Hä? Wer ist da gestorben? Es ist jemand reingefallen. Ich kann... Ich ja, na, hier. Ich, warte. Kannst du dich sehen? Ja, da liegt er. Das ist Fabi. Ja, und du bist auch da. Wer ist das denn los? Also Fabi ist da, Manu ist da, Urk ist da. Christian? Christian ja. Oder Laura. Christian ist da. Also Laura. Da ist gerade die Falle aufgegangen. Ja, wenn ich dann vorbeigelaufen bin, du Schlagzapfen. Ja, wie gesagt, du musst den Fälle trotzdem wenigstens einmal aktivieren. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Anita! Anita! Ui, Fabi, das war schwungvoll. Gut, das war klar. Stil und Eleganz gewissermaßen. Was? Du bist gerade aus dem Rahmen rausgekommen. Warum bist du? Nein, bin ich nicht. Ich bin aus dem Raum rausgekommen. Ich bin die Treppen runtergekommen. Die Tür war offen, warum sollte die offen sein? Ich weiß auch nicht mal, wo der Traitor-Raum ist. Nein, das ist ja nicht der Traitor-Raum, aber du bist gerade aus der Tür rausgegangen. Ich bin aus der Tür, die du gerade durchläufst, bin ich rausgekommen. Frag Urk, der hat sich dahinter versteckt. Hier, wo die Hand leuchtet. Fabi, wir müssen schon Sachen unterstellen. Nee, ich hab bloß gesagt, dass du aus der Tür rausgekommen bist. Ja, schon recht haben, ja. Auch wieso wenn Andrea so wenn du so vertrauenswürdig auf mich zukommst, dann mache ich gerade lieber die Kohlfädel. Ja, ja. Bing, bing. So anhänglich. Wie ein Flummi. Ich bin Flip, der Grashüpfer. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, da wie die dicke Hummel, aber. Alter, Christian. Ja? Für diesen Spruch kriegst du. Oh ja, ganz ehrlich, komm! Soll ich noch frisch Kaffee aufkochen? Da ist eine tote... Achso, die Leiche habt ihr ja schon gewusst. Da ist eine tote Leiche. Da ist eine tote Leiche, ja. Das haben Leichen so an sich. Zumindest meistens. Achtung, nein, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, Fabi. Wow! Sherlock Holmes on Tour! Ich hab's gewusst, nachdem ich schon gefragt, warum die Falle nicht aufgeht, wenn du drauf ja, das gehst. Problem ist, ich konnte mir ja gar nichts anderes mehr kaufen, aber daher, dass ihr ja nicht so schön in die Fallen gelaufen seid wie sonst, hat sich das erledigt. Oh nein! Was? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den anderen vorbei und ciao! Tschüss! Tschüss!